Hallihallo Freunde und herzlich willkommen, mein Name ist CashLP, ihr kennt mich und wir spielen eine der letzten Parts des Games The Walking Dead. Ja, und zwar sind wir gerade in Ohnmacht gefallen, das heißt der Biss hat wieder zugeschlagen, wir sind ja gebissen worden und hängen jetzt noch am Boden rum, beziehungsweise sind gerade aufgewacht in irgendeiner Garage. Wir haben herausgefunden, dass man, wenn man sich mit Zombieblut beschmiert, nicht von Zombies, ja, enttarnt werden kann. Das heißt, sie denken, wir sind einer von denen. Sind gerade mit Clementine durch die epischen Straßen marschiert. Clementine hat ihre Mutter gesehen. Wir wollten gerade zu Clementine sagen, Clementine, guck nicht hin. In dem Augenblick sind wir halt in Ohnmacht gefallen, weil es schwindelig geworden ist. Und wachen jetzt auf, so wie es aussieht, in einer Garage. Lee, wake up! Please don't be dead. Please, no. Lee. Ach du Scheiße, wir sehen ganz und gar nicht gesund aus. I thought you left me. I saw my parents. Come here, sweet pea. They're dead. They really are. Get out of here as fast as we can. Well, we can't. There's thousands of them outside. We have to. I'll protect you. We'll push through. No, that's crazy. I saved you. We're safe here. I locked us in. Get that door open. I can't. Do it! Scheiße. Wir verwandeln uns gleich und die hat sich hier mit uns eingeschlossen, verdammte Kacke. It was only a little open when I found it. I closed it to keep us safe. Scheiße. Pull on three. One, two, three. Komm schon, Lee! Healy! He-Man! Oh, Kacke. Das wäre das schrecklichste Ende, was passieren könnte. Dass wir hier eingesperrt sind mit Clementine. See? Wir uns verwandeln. Clementine. Und Clementine honey, fressen. My arm is gone because I cut it off. Why would you do that? Because I was bitten, Clem. Please, no. No. That's not true. Yes, it is. There's no time to be upset. Okay. I'll try not to be. Scheiße, der sieht echt fertig aus, der Lee. Musste es so enden. I think there might be a way out over there. Der hat eine Knarre. Und er kann uns sowieso nicht riechen. Good girl. Let's go. I might be a little slow. I'll help you. Danke, Clementine. Ohne dich würden wir das nicht schaffen. Scheiße, Mann. I got you. You can lean on me if you have to. I'm okay. I'm okay. I thought I was helping by bringing you in here. Fuck. You're just learning, huh? Never let yourself get trapped. Okay? I won't. We'll get out of here. And just don't do it again. Okay, I won't. I won't. I won't. Keep going. We're almost there. Scheiße. Welche Sprecherin spricht Clementine? Sehr, sehr guter Job. Das hört sich so echt an. Get up, Lee. The door is right here. Komm schon, Lee. Komm schon. Beiß die Zähne zusammen, Junge. I can't. You have to. Them. I can't move. This is it for me here. Please, please, try to get up! Komm für Clementine, Lee! Komm schon, für Clementine! Oh, fuck! I can't. You don't have much time. You gotta do something. Fast. Like what? You need to get out of here as soon as you can. I can't leave you. Just work on getting out, okay?
Geh zum Zug, Clementine. We'll figure it all out. Don't worry. Just start by getting that door open. It's locked. It's no big deal. It's just a glass window. Ow! Out with your hand. Oh, was kannst du denn mal nehmen hier? Die Statue ist zu schwer wahrscheinlich. Hier, mit dem Hocker. Ah, ich weiß nicht. There's a baseball bat under the counter, Clem. You can use that. So, Clementine, wirst du eine Glasscheibe kaputt kriegen? Meine Güte. There's a chair over there. The way out's through there, Clem. I know. Ja, komm, jetzt hau das Ding kaputt endlich. Use the bat to shatter that window, so you can reach in, okay? Okay. Watch out for broken glass. Ach, immer noch so besorgt. Good job. Der gute Lee. Don't be afraid of him, honey. You're smart. He isn't. You're smarter than all of them. Warum steht er denn auch nicht auf, da der Opa? Grab the chair, Clem. Use it to reach in to the lock. Und jetzt nichts wie rein mit dir, Clementine. Ist hier noch irgendwas, was er mitnehmen kann? Nee, sieht nicht so aus. Clem, open it. He's trapped. This will be easy then. He's got keys. Probably to that door. And everything you'll need. Come, Clementine. There's keys and a gun. You're gonna need both of those. There are handcuffs on the ground. Get them. Okay, Lee. Und ich denke, wir neigen uns dem Ende zu des epischen Let's Plays. Ich möchte an dieser Stelle nicht zu viel versauen und versuche, wenig wie möglich zu reden. Einen Arm haben wir noch, da können wir uns fesseln. Put the handcuffs on me. Attach me to this. What? Why? No matter what happens, you're safe then. I don't know. Just do it, sweetie. Make sure they're tight. I don't want to do this. You have to. It'll keep you safe. You only have to deal with him now. He's trapped over there. If you're careful, you can get what you need from him. The keys. And then the gun. Yeah, the keys and the gun. Just don't be afraid. If anything gets dangerous, you're faster than he is. What should I get first? Get the gun, Clem. Always the gun. Fuck! Scheiße! Clem! No! Get him! Get him! Watch out! Fuck! Scheiße! The bat, Clem! Get the bat! Komm, hau drauf! Komm schon! Sehr gut! Clementine weiß sich zu wehren. Meine Güte! Weiter! Sehr gut, Clementine. Ich glaube, der ist bereit. Herzlichen Glückwunsch. Das war dein zweiter Zombie. I got him. Den du gekillt hast. Great, Clem. Good job. Scheiße. Ich glaube, ich weine gleich. Hey.
You're strong, Clem. You can do anything. But I'm little. Doesn't mean nothing. You go see bad stuff, but it's okay. My parents. It's so horrible. I can't imagine, Sweet Pea. And now, you? Please. Please don't be one of them. Please don't become a walker. There's only one thing you can do. You know that. I don't know if I can. You have to shoot me, honey. Lee, no. It's okay. It's okay. It's for your safety, Clem. If you don't get out in time. But I can wait until then. No, honey. You can't. You can't risk it. It is like Larry, huh? I know you did it to protect me. Yes. You just have to do it. It'll be okay. You don't want to see me like one of them. Okay, Lee. I can do it. I can. Find Domeat and Krista. They're outside of town, by the train. You remember how to get back there? Yes. Good. They'll take good care of you. And Clem. And always keep moving. You're gonna want to find some place like the motor inn, but that's just not safe. Why not? Those places are just targets. Move as much as you can. And also, what is it? No, don't worry. All right. I'll miss you. Me too. The Walking Dead. A Telltale Games production. Tja, Leute, das war's. Eins der epischsten und wirklich bestgemachtesten Spiele, die einen emotional wirklich mitnehmen, gerade am Ende. Hat mich schon berührt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe beabsichtigt, auch geschwiegen an den bedeutendsten Stellen, wie gerade auch zum Schluss. Ich hoffe sehr, dass die Entwickler einen zweiten Part herausbringen, ein zweites Spiel. Vielleicht sogar, dass sich The Walking Dead, The Game, ja, zu einer Serie entwickelt. Dass sie halt noch einen Teil rausbringen mit 5 Episoden. Das alles bleibt natürlich nur Wunschmusik. Ich empfehle jeden, wirklich jeden, gerade nachdem ich hier dieses Ende mitbekommen habe, sich dieses Spiel zu besorgen. Natürlich vorwiegend zu kaufen. Und
Ja, mir fehlen gerade so ein bisschen die Worte, weil das Ende, das nimmt einen schon echt mit. Vor allen Dingen, wenn man Clementine irgendwie noch aus den Händen des Penners befreit und dann man selbst irgendwie mutiert zum Zombie, Clementine auf sich allein gestellt ist, man nicht weiß, ob Clementine nun ankommt am Train, man nicht weiß, ob die anderen beiden noch am Zug sind. Ja, all das und vielleicht auch noch viel mehr könnten wir, wenn wir ganz, ganz viel Glück haben, in The Walking Dead 2 erfahren. Vielleicht wird ja dort die Geschichte weitergesponnen und wir spielen die Frau oder wir spielen den Mann oder vielleicht sogar Clementine als Teenager. Zumal wir ihr gerade noch zwei Entscheidungen mitgegeben haben. Vielleicht beeinflusst das dann auch irgendwie. Ja, den zweiten Teil. Ich würde mich natürlich sehr, sehr freuen, aber all das ist und bleibt natürlich Wunschmusik. Ja, ich weiß nicht, was ich noch sagen soll. Wieder ein tolles Let's Play abgeschlossen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und ich weiß auch, dass viele von euch, die zuschauen, dieses Game bereits besitzen. Wir machen nochmal eine kurze Analyse. 49% der Spieler haben so entschieden wie ich in Kapitel 1. In Kapitel 2 48, in Kapitel 3 52, Kapitel 4 nur 46 und Kapitel 5 die wenigsten. Wir schauen mal weiter, ob hier noch irgendwas kommt. Click to continue. Ah ja, okay. Hier sind nochmal die Entscheidungen, die wir getroffen haben. Ja, hier zum Beispiel den Opa da in der Mitte, den haben wir als Rassist beschimpft. Das stimmt natürlich auch. Und ja, hier ist halt nochmal so die tolle Zusammenfassung. Die werde ich mir jetzt hier nicht durchlesen, sondern auch im Nachgang im Video mir anschauen, weil ich das auch interessant finde. Und so wie es aussieht, war es das. The Walking Dead. No time left. Mein Name ist Cajun LP und ich bin raus. Ciao! Eine Endsequenz. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Die schiebe ich jetzt natürlich nochmal hinterher. Nach dem Abspann. Allein mit der Pistole am Zug ist sie nicht. The Walking Dead.